Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, der Weise mit Himbeersaft. Ich glaube, wir schnetzeln uns da gleich weiter fort, dann haben wir es hier mal erledigt. Würde ich meinen und vorschlagen. Dann kann ich hier auch schon mal was ernten. Oh, jetzt sind wir eh im Kreis gelaufen. Da haben wir den Dämonenjäger entdeckt, zu dem ich ursprünglich wollte. Auch nicht schlecht, ne? Dann können wir gleich mit ihm quatschen. Dann würde ich sagen, ich denke mal, das wird wieder eine Quest sein, wo er uns begleitet. Werden wir seine Quest zuerst machen, dann das Mädel suchen. Ja, so irgendwie. Dann haben wir zwei Dämonenjägern wieder geholfen. Das passt ja. So, Runensteinchen nehmen wir mit. Schattenkrieger, Runenhaut und ein Grog. Also wie es ausschaut, nachdem hier die Dämonenjäger Runen verwenden, könnte es auch sein, dass sie eventuell Magier sind. Mal schauen. Also so eine Mischung aus Schwertkämpfer und Magier vielleicht. Mal schauen. Das wäre genau mein Ding. Lieber Cyril. Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Haben dich die grünen Feuer hierher getrieben? Nein, eher ein Segel und Planken unter den Füßen. Ja, sie sind ja auch nicht zu übersehen. Das obere zwar, aber aber eigentlich stimmt das schon mit dem grünen Feuer, ne? Das hatten wir uns erzählt gehabt, also müsste das untere stimmen. Ja, die sind ja auch nicht zu übersehen. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, hier aufzukreuzen. Die Eisenbucht ist ein einziges Grab geworden und der Tod nimmt keine Rücksicht auf Neuankömmlinge. Ich schaffe es nicht einmal mehr, unseren Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen, verdammt! Dreckverfluchter. Aber andererseits sind wir zu einem sehr guten Zeitpunkt hier aufgetaucht, weil dadurch, dass ihr Hilfe braucht, kriegen wir unglaublich viele Erfahrungspunkte und auch Belohnungen für unsere guten Taten. Also sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort eigentlich. Was kannst du mir über die grünen Feuer erzählen? Brauchst du Hilfe? Grüne Feuer. Ja. Was kannst du mir über die grünen Feuer erzählen? Warte, was stand da nochmal in den alten Schriften? Seit jeher lodern die grünen Feuer auf, wenn ein schwarzer Schatten die Menschheit zu verschlingen droht. Und was heißt das? Ich hab keine Ahnung, Mann. Das stand halt so in den Büchern. Unsere Vorväter sind schon ihrem Ruf gefolgt und nun ist es an der Zeit, dass wir das Gleiche tun. Jawohl. Brauchst du Hilfe? Alles in Ordnung bei dir? Lass uns handeln. Nee, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Richtig. Jemand muss sich zu den Toten durchschlagen und mir ihre persönliche Habe bringen. Du willst, dass ihre Leichen geplündert werden? Ja, verdammt! So verlangt es der Ritus der Dämonenjäger. Diese Gegenstände werden Einzug in unsere Hallen finden, sodass man sich an ihr Opfer erinnern wird. Hm, das ist schön. Alles in Ordnung bei dir? Das hört sich so gemein an. Alles in Ordnung bei dir? Wenn deine Freunde und Gefährten neben dir in der Schlacht fallen, dann ist dir nicht zum Feiern zumute. Von welcher Schlacht sprichst du? Nun, der Oberste unseres Ordens befahl uns, diese Gegend von den Schatten zu säubern. Wie sich herausstellte, war die ganze Aktion das reinste Selbstmordkommando. Aber immerhin gelang es uns, das Kristallportal zu schließen. Oh, das ist ja super. Das klingt ja gut, ne? Das Kristallportal ist geschlossen? Klingt doch gut. Ach ja? Der Anführer der Dämonenbrut ist entkommen und 5 meiner Gefährten liegen im Dreck und dienen als Futter für die Bestien. Nein, wir haben versagt. Wir haben unseren Vorvätern Schande bereitet. Find ihn nicht. Selbstmordkommando hört sich nicht gerade zuversichtlich an. Er ist ein sehr sarkastischer Mensch, oder? Selbstmordkommando hört sich nicht gerade zuversichtlich an. Es ist ein grausamer und gnadenloser Krieg, aber wir werden ihn gewinnen. Die Pläne unseres Druiden Eldrick mögen ihre Opfer fordern, aber sie sind es wert. Wo er das gerade anspricht, ne? Uns ist ja bereits aufgefallen, dass Eldrick eine komplett andere Person ist, ne? Was, wenn der gute Mensch tatsächlich korrumpiert ist? Ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber vielleicht dient das ganze Prozedere hier
dazu, die Dämonenjäger nach und nach auszudünnen, damit die Schergen eine bessere Möglichkeit haben, sie gleich zu plätten und auszurotten. Verstehst? Mich würde sowas nicht wundern. Wo finde ich deine Gefährten? Wo finde ich deine Gefährten? Geh nach Norden, bis du auf eine eingestürzte Totenkopfhöhle triffst. Dort wirst du sie finden, immer dem Geruch nach. Na toll. Ich besorge dir die persönlichen Gegenstände. Ich besorge dir die persönlichen Gegenstände deiner Gefährten. Gut, und egal, was ich dir in den Weg stellen mag, zeig kein Mitleid. Ich mach mir mal ein paar Gedanken, wo wir ihre Körper begraben. Können sie ja nicht einfach so verrotten lassen. Recht hast. Lass uns handeln noch vorher. Lass uns handeln. Bluttorn. Der Dorn einer unbekannten Pflanze. Es tropft Blut heraus. Nice. Ja. Höllenhund beschwören. Ach so. Selber einen beschwören und andere umschlitzeln. Egal. Naja. Der Feind meines Feindes ist mein Freund dann in dem Fall, ne? So irgendwie. Was ist ein Weltenstein? Ein Stein aus dem Inneren der Welt. Ach so. Na. Echt. Okay. Können wir irgendwas im Verkaufen am Blunder? Ach ja, warte. Kaufen? Blunder? Hat er nur das Zeug? Okay. Ja, ich hätte halt gern Kugeln oder so gebraucht. Sechse hätte ich noch. Oder hätte ich wieder. Schattenwaffen. Haben wir 20 Stück. Ich werde wieder eine behalten. Den Rest verkaufe ich mal. Die Perle behalte ich noch. Die Silberteller darf ich nicht vergessen. Muss ich noch behalten. Die gehören ja dem einen Piraten drüben. Ein Auge für Wutritualen. Ja, ich glaube. Ne? Ne, Sonne. Spitzhacken kann ich 2 hergeben, bedenkenlos. Passt schon mal. Handel akzeptieren. Servus. Na gut. Wir haben gekocht beim letzten Mal. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Passt. Das heißt, wir schnetzeln uns durch zu dem Kristallschädel, zu dem eingestürzten. Wie schon besprochen, zu Badbeginn. Ja. Hallo. Das nimmt kein Ende mit den Bienen. Bäm. So. Das war's. Jetzt wäre mal gut, den Schergen da zu kriegen. Ich glaube, ich soll ein bisschen zurückgehen. Ich soll mal noch den Höllenhund da pullen. Au. Au. Immer feste drauf. Nur weil am Boden liegt, heißt das nicht, dass wir Gnade haben müssen mit dem Kerl. Passt. Und den dann noch. Das war's mit dir, Messi. Ja. Sollen die Schatten nur kommen, mit denen werde ich schon fertig. Ja, halt mir lieber den Rücken frei. Keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Ja, das wäre mir sehr lieb. So. Essen. Boah, da ist echt alles voll von dem Gesindel, ne? Ich glaube, da werden wir einmal kurz speichern. Nein. Ich habe falsch gespeichert. Hoppala. Da muss ich ihn auf den Vierer. So. Rattis. Jetzt habe ich mich vor den Ratten erschrocken. Ja. Geisterblümchen. Da haben wir noch eine Schädelblüte. Dann werde ich hier so einen Kranzl machen, wenn wir mal darüber gehen. Ich züge das schon mal kein Ende mit den unsere Biestern. Waffe. Oh. Gut, ich mache den Hut. Passt. Dann machen wir den Schergen. Ah, da hat er mit der Ziege gezückt. Ein Skeletti. Oh, Skeletti. Bam.
Sehr gut. Hin ist hin. Tote Dämonenjäger. Aha. Schattenwaffe. Und da ist irgendwo, glaube ich, der Höllenhund. Da. Die habe ich nicht mehr gefunden. Ja, kann schon mal vorkommen, ne? So, zwei tote Dämonenjäger haben wir hier. Drei tote Dämonenjäger. Oh. Ja, hallo. Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, du sagst es. Geht schon. Au. Okay. Ich kann schon meinen Finger den Höllenhund zuerst besiegen. So, jetzt haben wir Ruhe. So. Schrecken des Nords. Okay. Ein Dämon. Au, au, au. Au. Mal was trinken. Au! Okay. Viel trinken. Warum brauche ich da jetzt extrem viel? Aber jetzt ist er gleich erledigt. Last. Der Schrecken von Kalador. Nice. Schwarzstachel erhalten. Schön. So, der nächste Dämonenjäger. Damit schon drei Sachen. Noch ein Dämonenjäger. Sind vier Sachen. Hä? Hast du gerade gelacht? Das war nicht witzig. So ein ekelhaftes Mistviech. Und hier ist der fünfte. Mit Höllenhund. So, das ist speicherungswürdig. Ja. Ach so, hier der Schädel. Habe ich jetzt gar nicht erkannt. Okay. Ah, was haben wir denn da unten? So ein Viech haben wir doch auch schon mal erlegt, ne? Dann machen wir das gleich nochmal. Oh, da ist ein Scherge. Au, au. 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 Okay. Wow. Den muss ich umhauen zuerst. Den Magier. Der ist lästig. Au. So, zack. Zack und zack. Au. Okay, ich muss schneller zuschlagen, glaube ich. So, der ist erledigt. Jetzt können wir uns um das Viech kümmern. Noch so ein Schattenbiest. Au. Au. Jawohl, getroffen. Au. Trink mal was. So, zack. Sehr viel besser, ja. Das. Jawohl, passt. Hui. Gut gemacht, Edward. So. Arschloch. Ding. Viech. Das ist, wenn ich. Alter. Die Haltung gerade ist nicht sehr. Nicht sehr schön. Hui, so. Gold, Fluch der Schwäche. Schleichender Tod, Fluch der Schwäche. Verbrauchsgegenstand, Voodoo-Magie. Verflucht deinen Gegner mit einer Schadens- und Rüstungsreduktion und schleichender Tod. Zieht deinem Gegner schleichend Lebensenergie ab. Passt. So. Der Scherge, also durchtrainiert ist er. So wie der sich da verbiegen kann. Dann ernten wir hier mal den magischen Kristall. Und dann hätten wir das Eck hier schon. Dann können wir schon zurückgehen. Zu Cyril und die Quest abgeben. Vielleicht können wir ihm bei seiner Bestattungsgeschichte hier helfen. Weil jetzt kann er hier bedenkenlos seine Kumpels abholen. Vielleicht können wir ihm tragen helfen. Oder er macht das ganz allein, weil er ist ja ein starker Mann. Mal schauen. Aha, wo geht's hier hin? Ah, da gibt's noch mehr Schergen. Passt, werden wir gleich speichern. Die roten wir auch gleich Achtung, mit aus. Mach dich bereit. Schattenwächter, ja. Gott sei Dank.
Alter. Ein Schmierungshaufen, Alter. Schmut! Wo haust du? Passt. Ui, au. Skelett schon wieder, zwei. Und gleich haben wir. Passt. Erledigt. Sehr gut. Ein Schädel. Schön. Sehr, sehr schön. Skelettchen. Aha, da unten haben wir noch mehr Getier. So. Noch ein paar von diesen Termiten. Auch. Gleich ist erledigt. Das ist fertig. Jetzt sind noch die Termite hier. Zack. Auch. Zack. Und zack. Ja, sehr gut. Kann ich nur zustimmen. So, falsche Richtung. Jetzt wird es irgendwie finster hier, ne? Nicht schön. So, was haben wir da unten noch? Noch mehr Termiten. Jetzt ist die Frage, ob ich hier weitergehen soll. Aber der umgestürzte Baum hier, das wäre auch interessant hier drüben. Ich schau mal kurz darüber. Ach du Heilige, was ist denn das schon wieder? Aber das scheint hier ein Schätzchen zu sein, ne? Da würde ich sagen, zumindest verdächtig danach schaut es aus, bringen wir den Kerl davon zur Strecke. Erzgolem. Ja, immer fest drauf. Zack. 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 Vielleicht ist das hier ein Tempel oder so? Mal schauen. Autsch, 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 ist ja gut. Ja, würde ich auch so sagen. So, was haben wir hier? Voodoo-Puppe, Schwerttorn, Jadestein. Gestorben ist hier mal auf jeden Fall jemand. Ah, ein Schatz ist auch hier. Sehr gut, den heben wir gleich aus. Sehr, sehr gut. Zack. Zack. Oh, ruck. So. Da-da-da-da. Ein Kreuz auf einer Karte. Schön. Gold- und Besitzurkunde regelt die Besitzverhältnisse eines Gebietes auf Kalador. Oh. Gehört ihm das? Ja, das gehört tatsächlich ihm. Jetzt haben wir per Zufall die Besitzurkunde des Grundstücks von seinem Großonkel gefunden. Ach, weißt du was, wenn wir schon mit ihm reden, quatschen wir mal anständig. Na, was sagst du zu dieser Gegend? Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Die Heimat meiner geliebten Vorfahren hat sehr gelitten. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich unser Reich wieder aus ihren Ruinen erhebt. Ich werde alles tun, damit es auch dazu kommt. Dann habe ich hier etwas für dich, mein lieber Freund. Der Schatz deines Großonkels ist gehoben. Ich fand eine Besitzurkunde über die Ländereien im Südwesten der Eisenbucht darin. Was? Zeig sie mir. Das ist doch unmöglich. Was macht so ein wichtiges Dokument in einer vermoderten Kiste im Boden? Ich habe da so eine Vermutung. Nein, ich glaube, ich will das gar nicht hören. Na schön, dann werde ich es für mich behalten. Tut mir sehr leid für dich, aber ich denke, dein Großonkel war ein Pirat. Deine edle Herkunft ist ein Haufen Dreck, dein Großonkel war ein Pirat. Na schön, ich behalte es für mich. Na schön, dann werde ich es für mich behalten. Ja, ist besser so, denke ich. Danke. Bitte.
Sei froh, dass du dein Erbe überhaupt gefunden hast. Sei doch froh, dass du dein Erbe überhaupt gefunden hast. Am Ende ist es nicht mehr als Staub und Stein. Aber das spielt keine Rolle mehr. Ich habe mein Volk und meine Aufgabe gefunden. Das ist alles, was jetzt noch zählt. Danke für deine Hilfe, Freund. Das werde ich dir nie vergessen. So, und nun lass uns diese elenden Schatten zurück ins Dunkel treiben. Bitte gerne. Darum sind wir schließlich hier. Gerne. Gut. Ich bedanke mich. Die Beeren nehme ich mit. Haben wir da hinten noch irgendwas versteckt? Ganz zufällig. Nein. Nein. Ist hier oben was drinnen, was man mit dem Papagei erreichen kann? Schaut nicht so irgendwie aus, oder? Ich glaube nicht. Sollte es hier mal mit einer Quest zu tun haben, können wir eh immer noch herfliegen und das holen. Ne? So. Gut, das zu dem. Haben wir zufälligerweise auch noch eine Quest geschafft. Ja, das läuft hier bei uns. So, nur nicht runterfallen. Dann würde ich sagen, wir rennen noch zurück zum Dämonenjäger. Und geben die Quest ab. Werden noch schnell zu die eine Dame da suchen, würde ich sagen. Geben auch dort die Quest dann ab und dann schauen wir weiter. Ne? Das hört sich doch nach einem Plan an. Dann haben wir in dem Bad recht viel geschafft, muss man sagen. Erstaunlicherweise. Servus, Cyril. Cool. Die Kampftechniken schauen cool aus bei den Dämonenjägern. Servus, ich hab da was für dich. Hier. Mehr war von deinen Gefährten nicht zu retten. Danke. Dann lass uns ihre Überreste mal unter die Erde schaffen. Ihr habt gut gekämpft, Brüder. Und ihr werdet nicht vergessen. Ruht in Frieden. Was können wir Menschen gegen so viel Tod und Verderben noch ausrichten? Reiß dich zusammen, du lebst ja noch. Unsinn, die Schatten sind nicht unbesiegbar. Wir müssen alle sterben. Normal die Mitte, würde ich sagen. Unsinn, die Schatten sind nicht unbesiegbar. Und was macht dich da so sicher? Ich habe mich um einen Schattenlord in der Nähe der alten Ruinen gekümmert. Mhm. Wirklich? Respekt. Und weißt du was? Du hast recht. Tragen wir den Kampf zu ihnen und verjagen wir das Pack ein für allemal. Genau. Jetzt verstehen wir uns. Gut, ich kehre zurück zur Zitadelle. Wir sehen uns. Servus. Gut, passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Hat er keinen vergessen. Gut. Dann gehen wir jetzt die Dame suchen, ne? Das müsste irgendwo theoretisch vielleicht. Waren wir hier schon? Bin mir gerade nicht sicher. Ich speichere jetzt mal. Ja, bitte. So. Und schaue mich hier mal um ein bisschen. Ah, da haben wir schon ein paar Spinnkies. Was für ein heidnischer Ort. Und doch, ich muss sagen, was. Okay, da hinten haben wir einen, auch einen Golem. Leckige Viecher. Das ist ja unglaublich, sowas. Nicht in diese Richtung, wollte ich sagen. Ja, ist schon zu spät.
müssen wir zuerst schon die Spinnen wegbringen. Und dann können wir den Golem an. Au, au, au. Das war brutal. Das passt schon so. Spinnen looten, Spinnen looten. Wo ist die dritte? Spinski. Da. Dann müssen wir hier mal uns umschauen. So, wollte ich gerade sagen. Es geht sich auch noch in den Part, diesen Golem zu verjausnen. Aufgepasst! Au! 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 Das eigentlich sorgen, dass uns die Scavengers nicht angehen. Kann ich glaube ich schon vergessen. Au. Keine Munition. Aha. Ja, dann halt nicht, ne? Auchi. Ja, sehr gut. Erzgolem. Jägerwurzel. Goldklee, magischer Kristall, Teleportstein, Schattenfeuer, altes Wissen. Da hinten haben wir noch eine Truhe und ein Scavenger. So, drei Scavenger sogar, also jetzt nur zwei. Au. Auf den Busch. Der ist auch hin. Passt. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Scavenger. Wo sind die anderen? Hallo. Scavenger. Hä? Da. Das ist der zweite und den dritten noch. Da. Sehr, sehr gut. Komisch ist, hier ist niemand. Dann plündern wir mal die Truhe hier. So, die war wieder einfach. Wein und Gold. Wir nehmen natürlich alles mit. Aber von der Dame ist hier irgendwie nichts zu sehen. Das ist komisch. Wo könnte die gnädige Frau sein? Das ist doch hier, ne? Dieser Druidensteinkreis. Hä? Warte mal. Was hört man denn da? Sind da etwa Goblins? Oh yeah. Na, Kobolde halt. Sag immer Goblins. Autsch. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Ja, ich vergesse keine Aktion. Autsch. Autsch. Der ist fertig. Ist auch fertig. Ja. Nicht schlecht, gell? Bären, die haben nix. Da haben wir was. Kobold. So. Kugel und Löffel. Okay. Wo könnte das Mädel nur hin sein? Ah, hier ist sie. Okay. Dann schauen wir mal. Geht's dir gut, Iona? Bleib mir ja vom Leib. Ich warne dich. Keine Angst, ich tu dir nichts. Krieg dich mal wieder ein. Keine Angst. Keine Angst, ich tu dir nichts. Du bist keiner von diesen Dingern? Nein. Und du willst mich auch nicht umbringen? Nein. Oh, gut. Kannst du mich hier wegbringen? Was ist dir passiert? Was ist dir passiert? Unser Hof wurde in der Nacht von so einem riesigen Biest überfallen.
Es hat entsetzlich gestunken und furchtbare Laute von sich gegeben. Man könnte glatt meinen, du redest von Captain Stahlbart. Was? Nein. Alter. Also jedenfalls konnte ich fliehen, als das Ding den armen Semion gepackt hat. Und seitdem sitze ich hier und traue mich alleine nicht mehr weg. Ja, das ist klar. Ich bring dich von hier weg. Ich bring dich in Sicherheit. Tausendfachen Dank. Meinst du, wir schaffen es bis zur Taverne? Aber freilich. Keine Sorge. Kümmer du dich nur darum, dass deine Beine nicht einschlafen. Auf geht's. Perfekt. Sehr, sehr gut. Hier ist nichts mehr versteckt. Dann würde ich sagen, wir bringen die Holde Maid im nächsten Part sicher zur Taverne. Und bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!